Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren ungeplanten Mod-Vorstellung. Ich musste einfach noch ein Video zu dieser grandiosen Mod hier aufnehmen, heute am 24.12. Eigentlich hatte ich geplant, über die Feiertage gar nichts zu machen, aber gerade frisch erschienen und deswegen noch dieses Video, was ihr dann wahrscheinlich am 25.12. sehen werdet. Der ICE4 ist in der Modwerkstatt erschienen. Große Überraschung für mich. Ich dachte, wenn überhaupt, wird erstmal der ICE3 fit gemacht. Wahnsinn, wirklich grandios. Ist ja seit Anfang 2017, glaube ich, das neue Zugpferd im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Fährt ein bisschen langsamer als der Vorgänger, aber dafür mehr Komfort. Ich glaube auch mehr Kapazität. Wir gucken uns das gleich mal im Detail an. Ich wünsche euch allen erstmal frohe Weihnachten natürlich. Lasst euch reichlich beschenken. Bleibt gesund. Mir persönlich geht es leider nicht ganz so gut. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird über die Feiertage. Ein bisschen Grippe bekommen. Aber das soll mich jetzt im Moment erstmal nicht davon abhalten, euch dieses Video aufzunehmen. Das Ganze kommt in fünf verschiedenen Varianten. Wir haben hier dreimal zwölfteilig und zweimal sieben. Die habe ich aneinander gekoppelt, um euch auch zu zeigen, wie das Ganze gekoppelt aussieht. Ihr könnt natürlich so viele aneinander koppeln, wie ihr wollt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Legen wir hier los mit der ganz normalen Variante, mit diesem roten Streifen. Gibt es ja auch in Grün, um darauf hinzuweisen, dass die Deutsche Bahn mit Ökostrom fährt. Da gab es ja auch ein Gewinnspiel, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber wir gucken uns erstmal hier die ganz normale, wohlbekannte Variante mit rotem Streifen an. Das ist der ICE Nordrhein-Westfalen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Cockpit vorne an, weil das ist wirklich wow, kann ich nur sagen. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich sehr detailliert, grandios. Und wenn man sich hier reinsetzt, ich glaube, das wird richtig, richtig coole Mitfahrten geben. Okay, vorne natürlich mit angeschaltetem Licht, selbstverständlich dieser markante Kopf hier vorne. Gibt ja hier auch noch so eine, ja, dieser schwarze Streifen, den ihr da seht. Ich glaube, der ist dafür, also den Teil hier vorne kann man dann hochklappen, warum auch immer, um zu warten, zu reparieren. Irgendeinen Sinn wird das Ganze schon haben. Hier vorne dann der Bug. Der kann eingefahren werden, um wie gesagt zwei Garnituren zusammenzukoppeln. Das Ganze ist mit Lizenz der Deutschen Bahn tatsächlich. Ob es eine Lizenz ist, direkt weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall mit Genehmigung der Deutschen Bahn. Das stand auch dabei. Da habe ich mir gleich die Frage gestellt, warum kriegt ein Modder die Genehmigung, aber ein Spielestudio nicht? Bin auch gleich selbst auf die Antwort gekommen. Ich denke, dass das einfach daran liegt, dass ein Spielstudio ja einen kommerziellen Nutzen an diesen Lizenzen und Fahrzeugen hat, was natürlich dann erheblich teuer wird. Oder die Deutsche Bahn will was abhaben vom Erlös und deswegen ist der ICE, der im Grundspiel vorhanden ist, wahrscheinlich ohne Lizenz. Aber der hier ist mit Genehmigung der Deutschen Bahn. So, dann haben wir hier die erste Klasse. Hier auch mit Zugzielanzeige. Das ist Düsseldorf Bahnhof nach Berlin. Und dann Berlin Gesundbrunnen, glaube ich. Ne? Da steht hier oben. Psst. Keine Ahnung, ob das ein Ruhewagen ist. WLAN-Zeichen ist drauf. Richtig toll, das Ganze. Ach, ich bin echt fasziniert. Das ist wirklich wow. Durch mal hier unten alles verchromt. Richtig geil. Gucken uns das Ganze auch gleich noch von innen an, selbstverständlich. Haben wir hier nochmal erste Klasse. Auch diese wird ja hier in den Übergängen dann immer ein bisschen schmaler. Das sieht echt super aus. Auch die Fahrgestelle. Also da steckt echt eine Menge Liebe drin. Aber ist man ja aus der Modwerkstatt gewöhnt, diese Qualität. Hier oben, ich denke mal, dass das so, ja, Abschnitte sind auf jeden Fall, was ist da drauf? I für Info. Denn ich glaube hier so Füße, die durchgestrichen sind, nicht drauf treten bitte.
Nochmal erste Klasse. So, wir haben jetzt den Triebkopf erste Klasse und dann zwei erste Klasse Waggons. Dann kommt das Bistro oder das Bordrestaurant. Auch hier schön mit dem Pfeil. Da vorne geht es zur ersten Klasse. Also man kann sich gar nicht mehr verlaufen. Dann haben wir hier zweite Klasse. Geht es in die Richtung. Hier oben auch schön mit dem Stromabnehmer. Der hier ist gesenkt. Auch wirklich toll hier mit den ganzen Transformatoren oben drauf. Auch wieder diese Klappen hier oben. Echt super. Da sitzt der Zugchef in seinem Abteil, in seinem Büro. Auch hier oben für Rollstuhlfahrer und für Mütter mit Kleinkindern. Familienwaggon auch noch. Echt super, auch hier an den Übergängen, die Transformatoren. Das sieht schon klasse aus. Ein bisschen näher ran, dann fliegen wir durchs Gebüsch. Hier ist ein Großraumwagen, so wie es aussieht. Ne, hier ist ein Großraumwagen, genau. Hier haben wir dann den gehobenen Stromabnehmer. Zug braucht ja auch irgendwo Strom. Und dann sind wir dann auch gleich am Ende. Und der Triebkopf hier ist dann komplett zweite Klasse. Auch natürlich mit Zugschlusslicht. Alles dran. Sehr schön. Mit Fahrradabteil. Hier. Scheint so, als könnte man seine Fahrräder hier sogar hochkant hinstellen und anschließen. Sehr, sehr geil. So, dann haben wir hier die Variante mit grünem Streifen am Triebkopf. Das ist der ICE Hildegard von Bingen. Ich habe mal gegoogelt, Hildegard von Bingen war eine katholische Gelehrte, Geistliche aus dem Mittelalter, die da ziemlich viel bewegt hat. Und 2012 wurde sie dann, glaube nicht heilig gesprochen, aber irgendwie als Kirchengelehrte vom Papst erhoben. Und deswegen denke ich, hat die Bahn dann hier diesen Namen gewählt. Die Zugreihung ist selbstverständlich dieselbe. Brauchen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Aber wir könnten mal durchfliegen. Zumindest so ein bisschen. Hier mal das Fahrradabteil, dann diese Türen. Dann hier der Großraumwagen, zweite Klasse. Hier haben wir noch so ein, ja, kann man was abstellen. Dann haben wir die Toiletten. Hier Werbung der Deutschen Bahn darf auch nicht fehlen. Bahncard Werbung. Nochmal Toiletten. Er ist so ein bisschen doof, wenn man hier durchfliegt. Der geht immer hoch oder runter. Auch wenn man hier, ich bin ja jetzt hier gerade. Der geht trotzdem nach unten. Auch wenn ich hier nach oben gucke, geht er leider immer so ein bisschen nach unten. Immer so ein bisschen justieren. Hier auch, wie man sieht, wie man es aus dem ICE kennt. Ein paar Infotafeln, wo man gerade ist, wo der nächste Halt ist. Aber ich wollte eigentlich einfach mal hier auch in die erste Klasse springen, um euch das mal zu zeigen. Hier vorne ist ja kein Fahrradabteil drin. Da haben wir dann hier so nochmal direkt hinter dem Lokführer ein paar Sitze. Hier dann auch noch. Das ist dann die erste Klasse. Und dann wollen wir uns natürlich noch den Bistrowagen angucken. Besser gesagt das Bordrestaurant. Hier ist gar keine Tür. Guck mal einer an. Hier ist eine Tür vergessen worden anscheinend. Alles erste Klasse. Hier ist auch keine Tür.
Und dann kommt hier gleich, da ist er, das Restaurant. Auch so ein bisschen doof, dass es leider hier offen, hier so durchfliegt. Ist hier rechts offen, sehe ich gerade. Ist hier die Küche. Auch ein Mitarbeiter, der natürlich hier an der Kasse steht und Geld kassiert. Sehr schick. Hier war dann der Zugchef, genau. Warum da Bahnwerbung drin hängt, ist mir ein Rätsel, aber vielleicht hat er ja noch keine Bahncard. Okay, und dann haben wir hier dreiteilig noch die Variante in komplett grün. Wie gesagt, da gab es ja ein Gewinnspiel. Ich glaube von Anfang bis Mitte 2018. Finde den grünen ICE. Da wurde dann ein ICE in der Zeit mit diesem grünen Streifen markiert. Versehen, besser gesagt. Also so. Wenn man den gefunden hat, musste man, glaube ich, ein Bild machen, das da hinsenden. Da haben wir ja auch hier grün Spotting. Gehen wir auch noch mal ran. Zeige ich euch das mal. Genau, hier. Das ist grün. Unterwegs mit Ökostrom. Genau, hier grün Spotting mitmachen und gewinnen. Und da konnte man, was man gewinnen konnte, weiß ich nicht, aber man konnte auf jeden Fall was gewinnen. Und die Bahn geht ja jetzt über alle ICEs mit diesem grünen Streifen zu versehen. Also die ICE4s, um darauf hinzuweisen, dass man mit Ökostrom unterwegs ist. So, dann haben wir hier noch die siebenteilige Variante. Gehen wir auch mal die Zugreihung durch. Aber hier auch erste Klasse ganz vorne, das ist der ICE Rheintal. Okay, dann kommt gleich das Restaurant. Also direkt hinter dem Triebkopf kommt das Restaurant. Ist also nur im Triebkopf erste Klasse und hier im Restaurant. Dann kommt die zweite Klasse. Auch da wieder Zugbegleiter. Und das zieht sich dann, denke ich, bis hinten durch. Hier ist der gehobene Stromabnehmer auch noch. Das ist dieselbe Anzeige. Jep, auch der fährt nach Berlin. Genau, und dann kommt hier schon das Ende. Hier ist die Kupplung, die ich euch zeigen wollte, auch sehr schön umgesetzt. Wie gesagt, dann fahren diese Bugklappen ein. Und dann hat man hier diese Kupplung. Schön mit den Stoßdämpfern. Sehr schön. Ups. Und dann haben wir noch den ICE hier mit dem grünen Streifen. Das ist dann der ICE mit der Benennung Mosel. Okay. Gucken wir uns das mal im Depot an. Fliegen wir hier rüber. Fahrzeuge kaufen. Zu finden natürlich unter Elektro. Und dann haben wir hier den ICE 4 BR 412. Das Ganze kostet 78,9 Millionen, also fast 80 Millionen. Und 13,1 Millionen im Jahr an Unterhalt. 221 Passagiere, eine Ladegeschwindigkeit von 22. Und bei den zwölfteiligen Varianten, da haben wir hier beim Klimaschützer haben wir 219 und bei dem ganz normalen hier in Rot haben wir 221. Bei der siebenteiligen Variante passen 121 rein, beim Klimaschützer 119. Verfügbar ist das Ganze erst ab dem Jahr, also die hier unten, die siebenteiligen ab 2020 und die zwölfteiligen ab 2017 bzw. 2019. Ah, seit 2017 im deutschen Bahnnetz unterwegs. 250 km/h fährt das Ganze bzw. 265. Also wie gesagt, etwas langsamer als seine Vorgänger. Jetzt wollte ich hier noch mal gucken. Nein, Waggons sind keine dabei. Hatte ich jetzt selber noch gar nicht geguckt, weil ich mir dachte, es sind eh keine dabei, aber ich hatte hier jetzt gelesen,
Endwagen, erste Klasse Wagen, deswegen dachte ich, dass die auch noch mal separat hier als Wagen dabei wären, um sich das Ganze selbst zusammenzustellen. Ist aber leider nicht so. Ne. Gucken wir hier noch mal. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß mit diesem Wagen. Nochmal ein Riesendank an die Modwerkstatt für dieses tolle Weihnachtsgeschenk. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, weiterhin frohe Weihnachten. Die Feiertage jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Wie gesagt, mir geht es gesundheitlich auch nicht so gut. Und nach Weihnachten, denke ich, wenn ich wieder flott bin, werdet ihr einiges Neues zu sehen bekommen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Und mach's gut, ciao.